Wir kommen nun zum Pitchen. Das Pitchen unterscheidet sich vom Chippen erstmal in der Landung des Balles. Der Ball bleibt schneller liegen. Das Pitchen können wir über längere Entfernungen durchführen, mit längeren Schlägern, vielleicht im Wind oder bei sehr starkem Wind, um den Ball halt flach zu halten. In meinem Fall jetzt benutze ich einen Lob Wedge. Ich habe eine kurze Strecke und der Ball muss sehr schnell zum Liegen kommen. Ich führe Ihnen diesen Schlag jetzt vor. Die Ansprecherposition ergibt sich wie folgt. Ich ziele leicht links am Ziel vorbei. Der linke Fuß ist leicht zurückgezogen im Verhältnis zum rechten. Schlagfläche zeigt zum Ziel. Ballposition links von der Mitte. Die Hände sind durch die Gewichtsverlagerung nach links leicht vorm Ball. Im Gegensatz zum Chippen, wo ich keine Handgelenke benutze, benutze ich beim Pitchen die Handgelenke in der Ausholbewegung. Viel Spaß beim Üben.